Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal Bernd Serker. Ja, wie von einigen gewünscht bei Instagram bei der Umfrage, danke nochmal dafür. Ja, hier ist leider sehr viel Verkehr, muss ich so ein bisschen unterbrechen, aber geht halt nicht anders. Ja, Montagmorgen, hier sind halt sehr viele gerade unterwegs. Nee, auf jeden Fall, ich stehe vor dem Tattoo-Studio Farbgefühl in Kerpen. Und heute gibt es das. Tattoo. Ja, ich werde euch nachher mal zeigen, wie das so gestochen wird. Und ja, würde ich sagen, viel Spaß dabei. So, ja, es geht gleich los. Wir haben jetzt erstmal hier eine Zeichnung drauf. Alles geguckt, alles nachgemessen, Größe und so. Ja. Also Beratung kriegt man ja hier vorher. Ne? Man sollte ja hingehen und sich, wenn man sich Motive ausgesucht hat, dann kommt man hier hin und dann macht man, also man ruft vorher am besten mal an und dann macht man halt, kommt man vorbei und guckt sich das mal an. Vor dem Max oder mit einem Tätowierer direkt. Der Max ist hier der Chef. Werdet ihr vielleicht nachher noch kennenlernen, der musste gerade weg. Ja, ne? Dann macht man sich vorher mal Gedanken, Motiv, was möchte ich haben, kommt dann hier hin und ja, Termin, wie ich jetzt, und dann geht's gleich ins Stechen. Und das werde ich euch im Zeitraffer zeigen. Viel Spaß dabei. So, ich
hoffe, ihr versteht mich. Ich bin etwas gerädert, muss ich sagen. Es waren jetzt über 6 Stunden. Es war dann wohl doch sehr detailreich, Entschuldigung, das Tattoo. Aber ich denke mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich meine, das ist jetzt noch gerötet und geschwollen. Ich werde auf jeden Fall mal ein paar Tage warten, bis ich ein vernünftiges Video oder davon machen kann. Und dann kommt das mit hinten dran an dem Video. Ja, ansonsten, leider ist der Max, hat er schon Feierabend, ist schon nach Hause. Konnte ich ihn jetzt nicht mal kurz interviewen. Aber für alle, die Interesse haben und hier aus der Nähe von Kerpen kommen, Tattoo-Studio, Farbgefühl in Kerpen auf der Stiftstraße, kommt vorbei, quatscht mit dem Max, mit seinem Team von internationalen Künstlern und die werden euch auf jeden Fall helfen. So, ja, ich mache jetzt Feierabend, mache noch das Video, immer noch hinten die Bilder dran, beziehungsweise das Video und ja, ich würde sagen, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart, mich gequält zu sehen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, euer Bernd. Ciao.